meine Lieben, und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich möchte euch heute diese Zimtschnecken zeigen. Und zwar sind das schwedische und die heißen Kannebüller oder so ähnlich. In dem großen Möbelhaus, in dem schwedischen, gibt es die auch immer. Ja, ich liebe die sehr. Und wie das geht, das möchte ich euch heute zeigen. An Zutaten brauchen wir 150 Gramm Zucker sowie 150 Gramm weiche Butter, einen Würfel Hefe, dann einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Kardamom, ein Kilo Mehl, Weizenmehl und einen halben Liter Milch. Später, um das Ganze, um den Teig dann zu bestreichen, brauchen wir nochmal 100 Gramm Butter und Zimt und Zucker schon gemischt. Ja, und das war es auch schon, was wir an Zutaten brauchen. Das Ganze werde ich heute an der KitchenAid machen. Und ich habe mir schon dafür den Knethaken eingesetzt. Und werde jetzt meine Zutaten herholen und dann erstmal die weichen Zutaten und die flüssigen und dann die trockenen Zutaten hinzugeben und das alles vermischen. Also als erstes die Butter, meine Milch, die Hefe. Jetzt packe ich die Gewürze dazu und dann fange ich an, das Ganze vorsichtig schon mal so ein bisschen zu rühren und gebe dann nach und nach langsam das Mehl dazu. Das Ganze habe ich jetzt verknetet, bis es so eine schöne feste Masse geworden ist. Ich schnappe mir jetzt meine Peng-Schüssel von Tupper. Ihr könnt aber auch irgendeine andere Schüssel nehmen und dann ein Tuch oben drüber legen. Und dann nehme ich mir den Spatel und packe meinen Teig hier in meine Peng-Schüssel. So. So, einmal umgefüllt und jetzt werde ich mir den Deckel drauf machen und dann werde ich das Ganze an einem warmen Ort gehen lassen. Ein kleiner Tipp am Rande, wer ein Wasserbett hat, im Wasserbett geht der super gut. Einfach die Decke drauf und der geht wie Bombe. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns in einer Stunde. So, jetzt habe ich meinen Teig fertig genug. Der ist jetzt dolle genug gegangen. Und jetzt werde ich den hier auf meiner Arbeitsfläche verteilen und ordentlich ausrollen. Schwupp. So. Und zwar werde ich hieraus jetzt so ein Rechteck machen. So, ich habe meine Fläche jetzt ausgerollt und die ist jetzt auch groß genug. Ich habe jetzt hier ein ordentliches Rechteck und dieses werde ich jetzt mit diesen 100 Gramm Butter nochmal bestreichen. Die Butter ist schön weich und die werde ich jetzt hier überall nochmal schön verteilen. Jetzt habe ich hier überall ein bisschen Butter. Und dann nehme ich hier mehr meine Zucker-Zimt-Mischung und werde hier überall schön ein bisschen drauf machen. Nicht zu wenig, seid damit nicht zu geizig. So, und sobald ich überall ordentlich Zimt und Zucker drauf habe, werde ich anfangen, das Ganze zu rollen. So. Jetzt hole ich mir kurz mein Holzbrett, dafür klappe ich hier das schon mal ein bisschen um. Ja, jetzt nehme ich mir mein Holzbrett und packe mir meine Rolle hier drauf. So, als nächstes habe ich mir ein Backblech vorbereitet mit Backpapier. Und das Ganze werde ich jetzt schneiden. Ich mache das jetzt einmal so, dass ich mir das hier einmal in der Mitte schneide, weil es sehr groß ist. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. So, ja, und dann schneide ich mir, das hier weiß ich noch nicht, ob ich das verwende, weil hier ist nicht wirklich Zimt und Zucker drauf. Aber hier geht es dann los.
Und dann lege ich mir die auf mein Blech. Ich habe die so etwa 4 bis 5 cm hochgeschnitten. Ja, und so mache ich jetzt weiter, bis ich das alles geschnitten habe und mache mir mein Blech erstmal voll. Bitte denkt daran, dass das Hefeteile sind, also brauchen sie ein bisschen Platz zum Gehen. Packt sie also mit ein bisschen Abstand aufs Blech. So, und das Ganze wird dann nochmal für 30 Minuten mit einem Tuch abgedeckt und muss nochmal gehen. Und in der Zeit, die jetzt hier noch ein bisschen gehen, werden wir unseren Backofen schon mal aufheizen. Und zwar auf 250 Grad Ober-Unterhitze. So sehen die Zimtschnecken jetzt aus, wenn wir sie aus dem Ofen geholt haben. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine schöne Verpackung. Und dafür habe ich mir von Teddy diese Geschenkverpackungen hier besorgt. Finde ich super süß. Worauf ihr allerdings achten solltet, ist, dass die erstens wirklich abgekühlt sind und zweitens sollten sie auf jeden Fall ein bisschen luftdicht verschlossen werden, weil sie ansonsten fest werden und dann schmecken sie auch nicht mehr so lecker. Am besten schmecken sie wirklich frisch, wenn sie noch so ganz leicht warm sind und dann sind sie eben auch noch besonders fluffig. Ja, ihr Lieben, das war mein Rezept. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr habt Lust, es nachzumachen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.